Naja gut, es nützt wohl nichts, nochmal gegen den Seelenmeister zu kämpfen. Jetzt wissen wir aber ja. Was gemacht werden muss. Naja, okay, wenn ich mich wegdasche, dann kann er gemütlich. Und ich renne wieder voll rein. Kann er nämlich ganz gemütlich nochmal sich teleportieren und dann einfach zu Boden knüppeln. So. Schade, ich habe gedacht, ich treffe noch ein drittes Mal. Aber wohl doch nicht. Oh, shit. Oh, war das knapp. Schon fast drauf gejumpt und das hätte schief gehen können. Jetzt geht's schnell. Warum auch immer. Na gut, man kennt halt die Moves jetzt. Deswegen geht's auch, denke ich mal, etwas fixer voran. Oh, shit. So. Oh, Verzeihung, Schluck auf. Oder irgend so was ähnliches. Nice. Einmal noch. Glaube ich zumindest. Ja. Oh, shit. Oh, das war schon leicht knapp, aber nur leicht. Oh. Ja, doch nicht, noch einmal. War zu spät reagiert hier. Kurz heilen, heilen, heilen. Nice. Nice, wir haben ihn. So, jetzt heißt es zweite Runde. Vorteil ist halt, er macht jetzt diese Wellen nicht mehr. Hm, shit. Er kann sich aber trotzdem immer noch teleportieren. Oh, was mache ich denn? Ich kann mich nicht hochheilen, ne? Doch, jetzt kann ich nicht mal hochheilen. Ich brauche echt die volle Konzentration gerade. Sorry, dass ich da jetzt... nicht... Oh, shit. Jetzt brauche ich echt
Concentration. Nice. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Leck mich fett. Wo steht er? Da ist er. Seelenmeister. Oberhaupt des Seelenheiligtums. Sammelte Seelen an, um die Krankheit in Heilands Nest abzuwehren. Wurde aber schließlich von ihrer Macht berauscht. Die Käfer aus Heilands Nest haben alle möglichen Tricks, Rituale und Gebete ausprobiert, um sich von der Krankheit zu befreien. Doch vergeblich. Vielleicht erstammt die Krankheit irgendwo aus den Tiefen der Käfer selbst, sodass sie ihr nicht entkommen konnten. Mann, Mann, Mann. Elendssturz. Drücke kurz B, während du runterhältst, um den Grund mit einem mächtigen Schlag zu treffen. Meine Güte, das Ding war ja jetzt echt... echt krass. Wahnsinn. Ach, hier geht's raus, alles klar. Gut. Nee, halt, zurück. Warte mal, da war was. Glaube ich zumindest. Nee, doch nicht. Alles schick. Puh. War ja richtig aufregend hier. Wo komme ich hier jetzt hin? Oh nice, noch mehr Seelen. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir auch noch was. Geos, ein Haufen Geos. Und merken, Mist. Wenn der schwarze Geist irgendwo ist, erstmal den abholen. Danach den Rest. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? So. Dann machen wir mal diesen Elendssturz. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Wirklich nice. Huch, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Habe ich dich? Oder habe ich euch? Ich hoffe es doch. Ah, da kommen wir jetzt nämlich auch hier hin. Ja genau, wir sind von rechts gekommen. Ja. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Oh, da mal wieder einer erwischt. Ah, da oben. Weg mit dir. Da oben leuchtet was. Das nehmen wir mit. Siegel. Wieder ein Siegel. Das ist schon mal sehr nice. Was haben wir hier? Ach, Seelen. Können wir uns einmal voll heilen. Sehr schön. Das war mir klar, dass da unten noch einer war. Das habe ich nämlich gesehen. Das Problem ist jetzt bloß, wie komme ich hier weg? Ah, warte mal, ich sehe... ja, hier, brüchiges Gestein. Wo kommst denn du jetzt her? Was das? Hoffe ich doch, weil ich würde gerne das Raubi da oben noch haben wollen. Wenn dieses denn möglich wäre. Mit den Haufen Viechern oder was auch immer das hier sein soll. Theoretisch sind das korrumpierte Seelen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Aber ob das natürlich jetzt so stimmt, wie ich das erzählt habe, denke ich mal, ist das nicht so einfach zu erklären. So. Dann... da. Raubi! Na, mein Freund! Jawohl. Noch einer. Die
tauchen aber auch einfach so aus dem Nichts auf, ne? Gut, ist deren Aufgabe vielleicht, einfach mal aufzutauchen, ja, so wie der hier. Und mir auf die Nerven zu gehen. Wird wahrscheinlich gleich hier wiederkommen. Okay, der liegt jetzt am komplett anderen Ende. Und lag er ja links, nicht rechts. Aber besser so als anders. Gut, dann haben wir diesen Seelenmeister auch besiegt. Sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo bin ich jetzt hier? Karte. Nee, halt, Karte war hier. Ich bin da. Okay, dann heißt das... ja, alles klar. Genau. Jetzt bin ich wieder hier. Gut, dann kann ich ja eigentlich jetzt wieder komplett, so weit wie es geht, erstmal zurückgehen. Das hier drüben bräuchte ich vielleicht noch. Das wäre noch ein bisschen interessant. Das kann ich momentan nicht, da mir irgendwas fehlt. So, und hier drüben war ja das, glaube ich, mit diesem Schlüssel, was man noch braucht, ne? War das? Ja, das war hier. Aber wir haben ja keinen Schlüssel, ne. Dann lass mal das. So. Ich bin schon ein bisschen am Überlegen, ob ich... Warum war es denn? Baldurpanzer. Ob ich diesen Sprintmeister vielleicht auch mal reinhaue. Ich will es aber noch nicht. Ich würde halt doch gerne erstmal noch warten. Auf einen weiteren Sockel. So, wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt mal eben hoch. Hui, auf den Speicherplatz. Jawohl, unser Freund ist schon weg. Hat uns ein Memo hinterlassen. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach in unserem Geschäft einen Mistmund jetzt zu einem exorbitanten Preis? Ein Mistmund? Das heißt, ich müsste ja wieder zurück. Nee, mach mal nicht. Wir gehen jetzt nämlich erstmal weiter nach unten. Oh, dicker du schon wieder. So. Wir hatten ja nämlich noch, wenn ich mich nicht irre, in der Richtung ging es ja auch noch weiter nach unten irgendwie. Wo war denn das mit der Karte? Hier. Aber da wird ja nicht angezeigt, dass es irgendwie nach unten geht. Auch seltsam. Na, shit. Ich gehe weiter. Ciao. So, wo sind wir hier? Hier sieht es ganz gut aus. Genau, hier lang. Hier war ich nämlich, denke ich, auch noch nicht. Na, komme ich auch nicht weiter, weil da die Tür zu ist. Gut, dann hätte sich das gerade auch erklärt. Dann müssen wir jetzt nämlich ganz runter. Ui. Oh, shit. Was leuchtet denn hier? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ein ranziges Ei. Was ist das denn? Da. Ranziges Ei. Speckiges, ranziges Ei von einem unbekannten Wesen stößt einen starken Verwesung allgemein nicht als essbar befunden. Warum habe ich das jetzt eingesammelt? Ciao. Gott, bist du schnell. Ernsthaft, war ich jetzt hier schon mal? Irgendwie kommt mir das gerade alles so unbekannt vor. Obwohl die Karte ja das aufgedeckt hatte.
Ich glaube, von rechts bin ich mal gekommen. Doch, von rechts. Au. Von rechts bin ich mal gekommen, stimmt. Da, wo die Fliegengewichte sind, da war ich mal, das weiß ich noch. Jetzt muss ich, glaube ich, aber trotzdem noch ins Runter. Ja. Nein! So, jetzt. Geht's nicht noch weiter? Doch, müsste er noch weiter gehen. Oh, das war knapp. Ja, hier war ich jetzt... Genau, hier war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Da geht das nämlich weg. Dann können wir hier oben nochmal diesen Tresor plündern. Mit einem Haufen Geo. Und ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Was soll der Geiz? Ah ja, da geht's lang. Okay. Betrachten. Eine Mini aus dem Schlüsselloch. Einfach einen Schlüssel benutzen. Ah. Dazu war also dieser Schlüssel da. Interessant. Wir gehen mal runter. Oh, scheiße, ist das dunkel hier. Königliche Wasserwege. Nee, hier gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich gehe erstmal nach rechts weiter. Ich möchte nämlich wissen, was da jetzt noch ist. Cutscene. Hornet! So sehen wir uns wieder, kleiner Geist. Normalerweise bin ich recht scharfsinnig. Dich habe ich allerdings unterschätzt, aber ich kenne nun die Wahrheit. Du sahst über die Grenzen des Königreichs hinweg. Deine Widerstandsfähigkeit wurde aus zwei Lehren geboren. Es ist keine Überraschung, dass du das Herz dieser Welt erreicht hast. Daher sollst du nun erfahren, welches Opfer sie andauern lässt. Falls du trotz des Wissens über diese Wahrheit eine Rolle im Fortbestehen von Highland spielen möchtest, dann suche nach dem Aschernen Grab. Auf dem Zeichen, das dieses für einen wie dich bereithält. Zack, weg ist er. Das ist natürlich cool hier, ne? Da oben. Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölbe hoch oben. Durch sein Opfer bleibt Highlands Nest ewig bestehen. Tempel des schwarzen Eis markiert. Okay, ich komme da gar nicht hin. Jetzt ist die Frage, kann ich hier runter? Eigentlich nicht, ne? Da bin ich tot. Ich komme jetzt hier noch nicht weiter, weil mir irgendwas Entscheidendes fehlt. Ist die Frage genau, was mir gerade fehlt? Ich kann schwimmen. Okay, das wusste ich nicht. Ich kann auch nichts machen hier. Dann bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als diesen Ort hier zu verlassen. Und doch wieder... nach unten zu gehen, bei die königlichen Wasserwehe. Ich würde halt gerne erstmal wieder ein bisschen speichern wollen. Denn das hat eigentlich gerade ein bisschen mehr Priorität als alles andere bei mir.
Huch. Au. Mensch, weg mit dir. Jetzt wissen Sie, war ich hier schon mal? Theoretisch war ich hier schon mal, aber... Ich kann mich nicht dran erinnern. Ach, hier ist der Waffenschmied. Oder? Da wird doch nicht umsonst so ein komisches Waffensymbol angezeigt. Dann werden wir ja gleich sehen. Wenn wir drüben ankommen. Puh, war schon ein bisschen knapp. Ich kann mich mal heilen, sehe ich gerade. Bei 2 Leben ist das nicht gerade geil. Ah, hier. Ah, ich kann auf diese Waffen nicht zugreifen, aber wir kommen schon der Sache etwas näher. Vor allem sind wir jetzt auch wieder im Pilzgebiet hier, sehe ich gerade. Oh, hier. Zuhören. Hast du mir noch einen Nagel zum Schleifen gebracht? Leg ihn einfach auf den Boden und komm später, wenn du noch am Leben bist. Hm? Oh, ich dachte, du seist jemand anderes. Du suchst einen Nagelschmied? Nun, du hast einen gefunden. Ich bin kein großer Redner, aber wenn ein Nagel repariert werden muss, bist du beim richtigen Käfer. Der Nagel ist in einem recht jämmerlichen Zustand, offensichtlich keiner von meinen. Doch mit genug Arbeit und Können kann alles veredelt werden, sogar diese alte Klinge. Wenn du willst, kann ich deinen Nagel neu schmieden. Das wird die Klinge viel tödlicher machen. Ja, natürlich. Haben wir jetzt erstmal wieder genug. Wie du wünschst, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Das wäre geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe die Schneide deines Nagels geschliffen. Du wirst merken, dass er jetzt viel stärker ist als zuvor. Geh raus und probiere seine Kraft an deinen Gegnern aus. Kann ich noch was machen? Wenn du mir ein Stück bleiches Erz bringst, kann ich es in deinem Nagel schmieden und ihn noch stärker machen. Bleiches Erz, das müssen wir uns merken. Und jetzt würde ich sagen... Suchen wir mal ein paar. Ich habe. Viel anders sieht es nicht aus. Oh, 2 Schläge, ganz normal. Ein Schlag, das ist schon mal was anderes. Jetzt müssten wir vielleicht mal so einen Käfer hier wieder finden. Wo haben wir die denn? War doch hier irgendwo einer. Da ist er. Ich glaube, wir hatten 6 Schläge oder so gebraucht. Oh ja, bedeutend stärker. Das waren jetzt gerade mal 4 oder so, die wir gebraucht haben. Aber es läuft auf jeden Fall, es läuft. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Und bedanke mich, wie es üblich, fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Hollow Knight wieder. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.